So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Lass mal gucken, ob jemand guckt. Guckt keiner gut? Voll unauffällig, wie ein Chamäleon. Wir sitzen hier heute am, was ist heute, Freitag? Samstag. Toll. Wir sitzen hier heute am Samstag und morgen ist der Sonntag. Morgen geht's nach Nürnberg. Heute nochmal Besuch bekommen. Der Thomas ist da, die Joelle ist da. Die Sandra ist da, Pupsi ist da, so viele Leute passen gar nicht an den Tisch. Wir haben uns jetzt hier beim Chinamann eingesessen, um mal was zu trinken. Das seht ihr, wenn man es rumdreht. Ne? Ich habe mir nämlich hier ein schönes Schwarzbier bestellt, bisschen zusammensitzen. Da ist der Pupsi, ne? Der hat sich hier ein schönes Bananenweizen bestellt. Da ist der Thomas, aber nicht den Thomas, den ihr kennt, sondern der Indigo-Thomas, wie es auf dem T-Shirt steht. Der kommt aus der Indigo League. Der hat sich hier Stroh 80 bestellt mit einem Schuss Cola. Nein, Spaß, ist Cola. Die müssen ja noch fahren. Und da ist Joelle. Die zwei müsstet ihr eigentlich kennen. Die waren nämlich schon mal da. Und jetzt sind sie wieder da. Auch mit Cola. Die Nein, hat nämlich. Das ist eine Kirschschorle. Heute ist Freitag, genau. Die wollten nämlich heute mit uns mal zum Griechen und da essen gehen. Wir haben nämlich, also sie erzählen immer von ihrem griechischen Buffet, von ihrem chinesischen Buffet. Bei uns gibt es gar kein Buffet mehr, nirgendwo, glaube ich. Und beim Griechen schon erst recht nicht. Die wollten heute mit uns mal ein bisschen rumhängen, ein bisschen labern. Pupsi wollte die beiden auch mal kennenlernen, die war ja beim letzten Mal nicht da. Wir sitzen jetzt hier zusammen, werden uns dann natürlich einen Raid suchen, noch einen Deoxys-Raid zusammen machen. Die spielen ja alle Pokémon hier. Und dann werden wir beim Griechen schön essen gehen, damit ich mal das weltberühmte griechische Schnitzel mit Pommes zeigen kann. Und das seht ihr dann später. So, nachdem wir den Chinamann verlassen haben, ne, der extra Überstunden gemacht hat für uns, sind wir jetzt hier angekommen am Schachbretttisch, mitten in der Sonne. Es ist so herrlich, ich sag's euch. Würde ich mich am liebsten gleich wieder irgendwo reintunken zum Abkühlen. Wir möchten jetzt hier den Raid machen. Die sind schon alle gespannt. Guckt euch das an. Pupsi sitzt da mit ihren 10 Handys. Thomas mit seinem einen Handy, ne? Joelle mit ihren 30 Handys. Zack. Ramses hier am Start. Da liegen wieder 3-3. So wie das aussieht. Und dann wird noch eine Runde Schach gespielt. Wir haben jetzt mal ein paar Leute noch so random auch mit eingeladen. Ich habe mal BisaFanTV eingeladen, also Dani der Dicke. Von dem hört man ja die ganze Zeit nichts mehr. Großartig. Keine Pokémon-Videos mehr, keine religiösen Sekten-Videos mehr. Also, das finde ich eigentlich schade. Wir haben alle immer seine Videos gefeiert, seine Tricks, die er immer hatte. Das war auf jeden Fall cool. Wie findet ihr den Schachbrettisch? Ist der nicht auch cool? Wunderschön. Fehlen nur die Figuren. Achso, ich muss das ja hinlegen und draufdrücken. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wer reingekommen ist und wer nicht. Vielleicht wart ihr ja sogar bei dem Raid dabei, von den Leuten, die ich eingeladen habe. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Der Hannes ist dabei. Hannes ist dabei, Grüße gehen raus. Und ansonsten ist es hier ein schönes, ruhiges Plätzchen. Ne? Wenn ihr auch gerne so einen Tisch bei euch hättet, schreibt es auch mal rein. Wir werden dann natürlich noch warten, dass der Grieche aufmacht. Die sind schon alle komplett gespannt auf das Essen hier. Wie der Unterschied ist, was es hier überhaupt zu essen gibt, ob das dieselbe Karte ist wie bei Ihnen, ob es hier ganz tolle Sachen gibt, die es bei Ihnen nicht gibt, ob Sie irgendwas vermissen, wie der Uso hier schmeckt, denke ich mal, wird auch getestet. Deswegen, ja, ich sehe halt nichts, weil alles schwarz ist, aber wir sind bei der Hälfte angelangt, glaube ich. Fix noch ein Raid mitgemacht. Nico Lach hat auch schon angefragt, ob der mich mal besuchen kommen kann. Beziehungsweise hat sich für August angekündigt, weil er gesagt hat, Wochenende ist ja immer schlecht wegen Pupsi, da willst du deine Ruhe. Montag habe ich gesagt, ist schlecht wegen dem Muttertier, ne, dass sich das nicht gestört fühlt. Dienstag ist relativ gut, weil da ist ja eh nichts weiter. Zur Not, wenn er da 18 Uhr noch da wäre, könnte man zusammen die Spotlight-Stunde streamen am 3.8. Das ist August. Ich glaube, da habe ich Nagelstudio. Da bin ich da. Am 3. oder 4. habe ich, weiß nicht genau. Nico, die will nicht, dass du kommst. Sehe es ein. Wochenende, Nico. Nein, ich bin da. 3.8. da komme ich extra. Zum Nagelstudio. Hauptsache Nico kommt nicht. Ja, für euch zu dritt. Das wäre doch gelacht. Wir können ja auch Nico die Nägel machen. Da freut er sich bestimmt auch. Oh, in der Aktion mit Thomas. Bin ich auch letztens beim C-Day, sind wir Überfreunde geworden. Ja? Nein, du hast Glück. Ich habe am 4. Am 4. Ja. Einen Tag mit Nico, einen Tag mit Pupsi, damit es gerecht geteilt ist. Wir können uns jetzt hier auch mal die Statistiken angucken.
Letzter Angriff, Ivar Pikant, stylisch, Herr Güti. Mit so einem Fleckmon-T-Shirt, das ist auf jeden Fall stylisch. Toll, ich bin gar nichts. Rebell, Reisender aus 1300 Kilometer, der muss von euch sein, oder? Von mir, ja. Thomas hat Rebell eingeladen, ja? Dem war das hier zu ruhig. Und eins Salve 49, geballte Ladung, den habe ich eingeladen. Inselhexe, Gigant, von wem? Von mir. Also jeder war jemanden eingeladen. Sie lädt Hannes ein, Thomas lädt Rebell ein, Joelle lädt Inselhexe ein. Das ist ihr dritter Account wahrscheinlich. Und ich habe den, wo steht er nochmal? Aha, so viel steht da gar nicht. Und ich habe den Salve eingeladen. Das ist schön. Wir gucken mal kurz hier nach den IV, ob der gut ist. Was habt ihr so? Habt ihr was Hohes, was Schlechtes? 43 und 48, schlecht wie immer. 42 und 85. 85? Das geht, ja. Das ist bestimmt schon ein 98er oder so. Ich habe leider 36. Die anderen gucke ich mir jetzt gar nicht an. Pupsi, was hast du? 50 ist das Beste. 50? Also, gut, ist wieder mal schlecht. Ich kenne einen, der hat heute einen 100er bekommen, hat mir schon das Bild geschickt, hat sich wieder riesig gefreut. Das seht ihr wahrscheinlich dann aber bei Raider Mittwoch, wer das 100er heute bekommen hat. Wir fangen das jetzt und dann würde ich sagen, melden wir uns beim Griechen nochmal zurück. Moment, ein werde ich hier drauf klatschen. Ja, so. Kreis einstellen. Zack, wirbeln daneben. Egal, wir sehen uns auf jeden Fall beim Griechen wieder. So, wir sind jetzt natürlich beim Griechen angekommen. Man hört die Musik im Hintergrund. Die Sonne brennt. Wir saßen eigentlich erst da drüben. Da ist dem Thomas die Sonne ins Gesicht, mir ins Genick. Jetzt haben wir die Stühle ausgetauscht, sind hier rüber gegangen. Da sitzen wir jetzt gemütlich. Guckt es euch an, wie sie da sitzen. Hier gibt es jedes Mal zur Vorspeise erstmal einen Uso zum Mut antrinken. Da gibt es ein Wasser, da gibt es eine Cola Light, da gibt es eine Cola. Eine Cola. Und der Ramses hat gedacht, Mensch, ein Kellertrunk, was ist das denn? Holst du dir mal einen Kellertrunk und einen Kristallweizen dazu und eine Palette Uso, genau so muss das sein. Und jetzt warten wir noch auf das Essen, das zeigen wir euch noch kurz und dann weiß ich auch nicht. Das Essen ist jetzt auf jeden Fall da, ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen noch, was wir bestellt haben, beziehungsweise was habt ihr bestellt hier? Das ist ein Rezinateller oder so? Rezinateller, die 305. Was ist da jetzt drauf? In der Mitte ist Gyros, kann ich erkennen. Genau, ein Souvlaki, ein Suzuki und ein Steak. Und ein Mitsubishi ist auch noch drauf, wunderbar. Das Gute ist, da ist ja eigentlich Reis dabei. Der Thomas hat gesagt, ich nehme den Rezinateller und Pommes. Dann musst du aber nochmal sagen, aber den Reis will ich trotzdem, die Pommes zusätzlich. Das hätte ich jetzt nicht. Ich hätte da statt dem Reis die Pommes, aber dafür keinen Salat, ne? Weil Salat, ihr wisst, da schrumpft der Bizeps. Die Joelle hat das gleiche genommen, sieht man hier, schön mit Sonne beleuchtet. Da extra Portion Pommes, seht ihr alles. Brot wird immer hergebracht. Wir haben damals immer gedacht, das ist Kuchen. Pupsi hat hier so ein aufgebackenes, überbackenes Gebäck. Was ist das? Weiß ich nicht. Also Hackfleisch mit Kartoffeln. Undefinierbares überbacken mit Metaxa-Soße. Das war eigentlich die Vorspeise, die kretanischen Kartoffeln. Ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Hier steht noch mein Salat, mein Sonnensalat. Und hier Schnitzel, das legendäre griechische Schnitzel mit Pommes. Und dann mache ich natürlich auch immer hier literweise da die Zitrone drauf. Zack, dass es richtig schön schwimmt. Dafür ist die Zitrone ja da. Und das werden wir jetzt einfach essen. Das Brot noch mit dazu und alles. Und dann melden wir uns später nochmal zum Abschied oder so zurück, glaube ich. Und wünsche euch einen guten Appetit, natürlich. So, Pupsi ist gerade aus dem Bild gerannt, ne? Wir sind jetzt fertig beim Kriechen. Es gab noch Cognac zum Abschluss. Den kann man in das Bier reintun und mischen und das ist übelst genial. Lifehack, gönnt euch das. Da ist nochmal Thomas, da ist Joelle, ne? Wir wollen nochmal Tschüss sagen, ne? Nur so fürs Video, nicht in Wirklichkeit. Die fahren jetzt wieder heim. Die wohnen nämlich da drin. In diese dunkle Gasse entführe ich die jetzt. Wenn ihr auch mal beim Ramses vorbeikommen wollt, mal besuchen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Pupsi freut sich bestimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.